Ja, hallo. Erstmal geht ihr in die Einstellung und scrollt dort nach ganz, ganz unten und klickt auf über das Telefon. Dort scrollt ihr wiederum nach unten bis zur Bildnummer und klickt dort 7-mal drauf. Ich habe das schon gemacht, deswegen steht bei mir, okay, Sie sind bereits ein Entwickler. Bei euch wird dann kommen, dass ihr dann Entwickler seid. Ja, danach geht ihr auf die Entwickleroption und aktiviert das USB-Debugging und bestätigt eben noch diese eine Meldung. Dann geht ihr zurück und schließt euer Telefon mit dem PC an. Dann wählt ihr halt eben aus, dass ihr mit dieser HI oder High Suite euch verbinden wollt. Und wenn ihr danach euch noch mit der Software verbindet, also sprich diese Software, diese HI Suite am Rechner öffnet, dann kommt noch folgender Bildschirm, dieser hier. Dazu aber später mehr. So, die Arbeit am Rechner. Ihr müsst euch erstmal, wie gesagt, diese HI-Suite installieren. Die gibt es als Link in diesem YouTube-Video. Und falls ihr dort irgendwelche Probleme habt, dass das nicht ganz richtig erkannt wird oder ähnliches, dann müsst ihr das halt eben nochmal schließen im Task Manager. Das zeige ich euch mal jetzt so. Jetzt ist es zwar noch nicht geöffnet, aber ihr werdet dann sehen, da steht dann sowas wie HI-Suite 32.exe. Ich öffne das mal kurz. Und da müsste das gleich schon. Ja, da ist es. Da sein. Ja, ich empfehle diese HI-Suite oder HI-Suite zu installieren, einfach weil dort die Treiber von dem Telefon mitkommen. Und ansonsten klappt das nicht, dass dort eben dieser Boot-Button einfach nicht in dieser E-Boot-Software drin ist. Und dann könnt ihr es auch nicht booten. Das Problem hatte ich auch und war sehr, sehr ärgerlich. Musste ich eine Weile suchen, bis ich das herausgefunden habe. Ja gut, dann habt ihr halt eben diese HI-Suite offen und dann macht ihr diesen E-Root auf und dort klickt ihr eben einfach auf diesen Root-Button oder Routen-Button. Und das war es dann auch schon. Ja, wenn ihr das gemacht habt, dauert halt eben eine Weile oder ein paar Minuten, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, schon eine Weile her. Dann könnt ihr die HI-Suite gleich benutzen. Da könnt ihr zum Beispiel nämlich dort auf Verwaltung gleich neue Programme installieren, sogenannte APKs, so heißen die Dateien. Die könnt ihr euch irgendwo runterladen, wie zum Beispiel von apkmania.com oder ähnliches. Da klickt ihr dort auf das Plus, wenn ihr diese Datei habt, dann auf Hinzufügen, wählt euch diese Datei aus. Ich habe jetzt hier. Was habe ich denn hier? Ah, okay. Dort einfach mal zum Test eins ausprobiert, das hatte ich aber schon installiert. Und ja, dann halt eben einfach auf Installieren klicken. Dann wird es installiert. Ich habe schon drauf, deswegen wird es jetzt nicht klappen. Da wird eine Fehlermeldung kommen. Aber ansonsten ist das eine sehr, sehr einfache Sache, um eben heruntergeladene Programme aus dem Internet simpel zu installieren, nachdem das Huawei geroutet ist. Das SNP6. Ja, wie gesagt, bei mir kam die Fehlermeldung. Klappt nicht, macht aber nichts. Ansonsten seht ihr hier die ganzen Programme und da könnt ihr halt eben fleißig was hinzufügen. Ja, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder ähnliches, könnt ihr gerne schreiben.